Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Naja, also sagen wir es mal so. Wäre YouTube ein Nachtclub, wäre ich schon besoffen an den Türstehern vorbei auf den Dancefloor gestolpert, hätte den ein oder anderen schmutzigen Witz von mir gelassen, bevor ich auf dem Klo alles vollgekotzt hätte, wäre dann rausgeflogen, aber hätte kein Hausverbot, weil es den Verantwortlichen zu peinlich war, mich anzusprechen. Aber, also um die Frage von eingangs ein bisschen intellektueller zu konkretisieren. Wieso quatschst du an Anfang? Leute, lasst mich euch ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe das bislang niemandem anvertraut. Es gibt tatsächlich sowas wie eine geheime Mission hinter all diesem. Seit jenem Tag begreife ich es als meine Aufgabe, einen Ort zu schaffen, der für körperliche und geistige Befriedigung sorgt, ohne ein Erotikkanal zu sein. Bla bla bla. Naja, obwohl. Und um euch das eindringlich zu demonstrieren, lasst das heutige Video auf euch wirken. Es wird alle Sinne ansprechen. Autobahn Police Simulator 2, Alter. Ich meine, warum auch nicht? Hat Henno schon vor ein paar Wochen von mir vorgeklaut. Dabei ist doch hinlänglich bekannt, ja, dass ich auf YouTube der Beschützer all dessen ist, was noch Recht und Ordnung bedeutet. Aber was soll's? Geh da rein wie ein fucking Tank, Alter. Mei, guck mal, die sehen schon so aus. Die wissen, irgendwo ist Böses im Busch, Alter. Und die fahren jetzt dahin zu besagtem Busch und räumen auf. Ich glaube, das hier wird ein großartiges Erlebnis für Groß und Klein. Die Kühe, Alter. Ja, man muss natürlich für das folgende Stimmungsgelage schon die passende Ästhetik schaffen. Oha. Ich glaube, der repräsentiert gut meinen Lifestyle. Oh, ich kann den voll customizen, Alter. Warum spiele ich das jetzt erst? Gibt's hier irgendwie rote Haare oder so? Ich glaube, das kommt am nächsten ran. Ey, mit dem zocke ich jetzt. Getan, Alter. Oh nein. Oh. Ist das ein Scheiß? Das könnte ich den ganzen Tag spielen, Alter. Ja, aber komm, das ist doch not bad kombiniert, Alter. Oh, Memo, guck mal. Ui. Perfekt einfach. Der tut einem einfach nur leid, ey. Wie der aussieht. Okay, wir spielen das Tutorial. Au. What? Melde dich am Empfang an. Die haben nur auf so Typen wie mich gewartet. Moin. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Alter, was habe ich ihm denn getan? Sitzt der Schlüpper zu eng, oder was? Alter, wird man hier mal ein bisschen auf den Tisch hauen, oder was? Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay, okay, okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Was labert ihr, Alter? Wenn ich gesagt, wenn ich Bescheid gesagt hätte... Oder jemand, dass ich, au, komme, dann wäre er freundlich gewesen oder was? Was ist das denn hier für eine Arbeitseinstellung? Ah, na, guten Tag, die Damen. Soll ich irgendwelche Katzen vom Baum holen? Oder, ach nee, ich bin ja hier nicht Feuerwehrsimulator. Das haben die nicht gesehen, oder? Moin. Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Sorry, Alter, ich musste den unten am Empfang verprügeln. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit.
Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Verstanden, Herr Becker. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Ich soll jetzt mit Frau Roth sprechen. Verkauft ihr auch Haarfarbe? Und nun Kopf hoch und raus auf die Straße. Gehen Sie am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Hans, I'm coming. Och nee, Entschuldigung, das passiert mir öfters. Oh Gott, warum macht es das immer? Ey, bist du Hans? Oh Mann, ich zieh mich kurz aus und dann können wir nochmal reden. Zieh Uniform an. Ich mach auch schon deutlich was her, Alter. Ich sollte meiner Mutter gleich mal ein Selfie schicken. Aua! Der ist wirklich Hans. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Was ist da in deinem Maul los? Der hat einfach die Knicklichter ausgetrunken. Ich liebe mein Face, Alter. Der freut sich halt einfach auch immer über alles. Aua! Warum tun die das auch? Hör auf jetzt! Hör auf! Alter, nice Bude! Holla! Und das Auto ist auch ganz schick. Ja, okay. Bremsen, vorwärts, fahren, SW, ja. Verursachst du Unfälle durch rücksichtslos oder unkontrolliert? Ich? Erhöht sich der Chaos-Faktor. Kommt dann Batman irgendwann oder was? Und verkloppt nicht? Erreicht ja 100%, wird dein Einsatz abgebrochen, alles klar. Da ist ja aber ordentlich was vor den Hütten, du. Den kann man auch tunen. Das habe ich als Tipp angezeigt bekommen mal im Menü. Wenn mir das zu langsam ist. Jo, ich bin die Polizei, Alter. Was interessiert mich hier rot? Wo muss ich eigentlich hin? An alle Einsatzfahrzeuge, es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Das ist lebensgefährlich. Wagenhilfe könnt ihr übernehmen? Ich komm schon. Also mit 200, ja. Oh, scheiß mal auf den Chaosfaktor. Jo, Person auf der Fahrbahn und so. Oh, das natürlich. So, wo ist jetzt hier jemand? Keine Sorge, Alter, die Polizei ist schon da. Ja, Freund und Helfer. Ich grüße Sie. Ist das Biene Maya eigentlich? Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist denn das passiert? Gehen Sie runter von der Fahrbahn. Ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ein Brett mit Nägeln, oder? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, stehen Sie auf der Interpol-Warnungsliste? Bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Oh, das... Yo, Hans, hast du mal einen Prittstift? Hans, ich bitte dich. Die Leute warten, Alter. Entferne ein Nagelbrett. Warum fahren die denn immer an, wenn die mich sehen? Was ist mit der Steuerung hier gerade? Hallo? Hör auf rumzuspinnen. Oh mein Gott. Yo, sind sie auch drüber gefahren? Was macht der? Hallo? Alles klar. Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. Wow. Was für ein Held, Alter. Ob die mit mir essen gehen will, die Frau... Wie heißt sie? Die ist einfach weggefahren. Mit dem platten Reifen. Was? Alter, die Lehrer, die dreht sich einen ab hier mit 200. Was? Wo ist die hin? Hans, hast du sie gefressen einfach? Oh, ich weiß auch nicht. Die Ereignisse überschlagen sich. So, kein zorniger Kaltstart hier. Da geht noch mehr, Alter. Da müssen richtig die fetten Rohre müssen rein dran. 120. Aber nicht für mich. Ich bin das Gesetz. Oh! Seien Sie! Naja, jetzt war ich erst dran. Das hat wohl nicht geklappt. Fahrzeuge.
Haftbefehl. Suchten Ausbrecher. Alle verfügbaren Einsatzfahrzeuge bitte melden. Hans, trink mal einen Kaffee, oder? Wir holen uns den Kerl. Warte mal. Ich hoffe, hier gibt es auch Untertitel, oder? Ah, perfekt. Ach, hier ist Nene. Hier darf ich nicht land. Ich wollte nur rückwärts fahren, Alter. Das Auto ist fast explodiert. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, hier, ich habe eine Karte. Hatte ich gar nicht gesehen. Das ist mein Ständer da. Für das Headset. Ah, oh, 220, ja? Oh, da ballern aber die Zylinder schon ganz schön, Alter. Verzeihen Sie. Kann ich hier parken? Ist hier gut? Ja, nice, Alter. Easy. Alles klar. Officer Schmidt meldet sich zum Dienst. Du hast eben die erste Schnellreisestation freigeschaltet. Die sind überall in der Welt verteilt. Kann ich mich dann dahin teleportieren oder? Nee, ich will mit der Bude fahren, ey. Was für Schnellreise? Das ist Autobahn-Police-Simulator. Da mache ich doch keine Scotty-Beam-Me-Up-Aktion hier. So, jetzt muss ich einen Einsatzbericht schreiben hier oder was? Oh, jetzt kommen wir zum langweiligen Part des Spiels, Alter. Yo, wir sind Biene Maya fast habhaft geworden. Die ist uns leider entfleucht. Aktiviere das Verkehrssystem, dann kann das vor dir fahrende Fahrzeug gemessen werden. Oh, dann hagelt's ja allgemeine Verkehrskontrollen, Alter. Die werden alle rausgezogen. Oh, mobiler Blitzer Stufe 3. Holy shit. Und die Steuereinnahmen so. Britt. Wechselt so nach. Ach, die soll ich jetzt auch noch übernehmen, oder was? Kaffeemaschine. Alright. Helikopterlandeplatz. Lol. Das ist ja arschgeil hier. Wie einfach draußen die Lichter ausgehen. Nachtschicht. Oh, was ist denn hier? Das ist mir ein bisschen zu undramatisch. Da fehlen noch so die Blutspritzer hier an der Wand. Ey, guck mal, Hans hat gewartet. Sorry, hat ein paar Stunden länger gedauert. Ich musste noch die eine Tür checken. Erreiche den Zielort. Cool. Ich hoffe, es hat was mit Kaffees und Donuts zu tun. Fahrzeugaktionsmenü. Drücke Tab, um Aktionsmenü zu öffnen. Hier kannst du während der Fahrt die Polizeimatrix, Geschwindigkeit und Abstandsmessung aktivieren. Mit der Polizeimatrix kannst du den Verkehr beeinflussen. Mit Bitte anhalten wird das vor dir fahrende Fahrzeug angehalten. Oh, krass. Unbegrenzte Macht, Alter. Officer Palpatine. Verkehrsmessung, Alter. Messungen fehlgeschlagen. Ich bin der Beste in meinem Beruf. Oh ja, Alter, der legt sich richtig in die Kurve. LOL. Alter, der ist der Motorsound. Hallo? Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Aus dem Weg, das ist Gefahr. Oh, Entschuldigung. Wie der einfach weiterfährt. Oh, ich glaube, da ist was bei Ihnen kaputt. Bei mir nicht. Ich habe das bessere Auto. Wen muss ich denn jetzt hier messen, Alter? Oh, ach so, ich kann einfach random Leute tracken. Ich dachte jetzt irgendwie ein Verdächtiger oder so. Ja, ich komme schon. Es beschleunigt dich schneller, Alter. Ich brauche hier mindestens ein V8 drin, sonst habe ich gegen diesen alten Toyota keine Chance. Ich breche hier jegliche Abstandsregeln, Alter, um die Geschwindigkeit zu... Guck mal, der dampft ab. Maximalgeschwindigkeit 109, Abstand zu gering. Aufgabe abgeschlossen. Nice. Führe Verkehrskontrolle. Sie werden jetzt allgemein verkehrskontrolliert, Alter. Anhalten. Ich sagte anhalten. Junger Mann, schalten Sie den Motor ab. So. Bye, So, warte. Den rücke ich jetzt richtig auf die Pelle. So, Matrix-Anzeige. Bitte anhalten hier. Ey, du. Sie halten jetzt sofort das Fahrzeug an. Sie halten... Ich werde dich kriegen. Irgendwann finde ich dich und dann werde ich dich vernichten. Ich fahre hier rum mit meinem Stoppzeichen wie der letzte Vollidiot, Alter. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. 60, Alter? Was? Guck mal, easy nehme ich das ja alles mit. Passt doch. Warum ist denn da 60? Ach, Baustelle, das ist ein Gerücht. Die Steuerung ist richtig geil, Alter. Oh, warte mal. Da ist eine Tankstelle, ne? Da will ich rein. Bin Polizei. Aus dem Weg, ich bin Polizei. Oma, Führerschein ran. Ran. Ich hole mir jetzt eine schöne Bocki mit Senf, Alter. Hans, willst du auch was? Wie, ich kann da nicht rein? Halt, was?
Oh, ich bin enttäuscht, Alter. ASAP, die kriegen von dir richtig auf Trustpilot, aber 0 von 5 Sternen. Gut, Freunde des Gesetzes, das soll auf jeden Fall für einen kurzen Eindruck reichen. Das Spiel ist einfach großartig, ja. Ich hoffe, ihr habt es mit Freuden hier genossen, dass wir mal wieder ein bisschen Anstand in diese Welt bringen konnten, ja. Die werden alle aufgeschmissen. Ohne Officer Schmidt, wie er leibt und lebt. Ich hoffe, es konnte euch zu eurem Daumen nach oben bewegen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Und haut rein.